Darum geht's. Gott spricht zu uns durch die Bibel. Das Wort Gottes ist nicht nur ein Liebesbrief, das höre ich manchmal, sondern es ist auch ein Lebensbuch. Jemand hat gesagt, die Bibel ist wie das Herstellerhandbuch. Wenn man es liest und versteht, weiß man, wie es im Leben funktioniert. Und ich glaube, da ist tatsächlich was dran. Im 2. Timotheus, im 3. Kapitel, im 16. und 17. Vers heißt es, alle Schrift ist von Gott eingehaucht, von Gott eingegeben und nützlich. Und dann geht's zur Lehre, zur Beratung und so weiter. Das Ziel dieses Wortes ist es am Ende, und so heißt es dann in Vers 17, um den Menschen Gottes vollkommen zu machen. Also das Wort Gottes, das du in dich aufnimmst, führt dazu, dass du die Gedanken und Ratschlüsse Gottes verstehst, sie für dein Leben anwenden kannst, sie umsetzt und am Ende dein Leben ein gelingendes Leben ist, weil das Gottes Plan für dich ist. Hand aufs Herz, ihr lieben Freunde. Wer von euch ist ein regelmäßiger Bibelleser, mindestens jeden Tag ein Kapitel? Jetzt mal die Hand hoch. Ja, Halleluja, genau, so habe ich mir das vorgestellt, dass wir ungefähr auf eine Quote von vielleicht unter 10% kommen. Wisst ihr, warum das so ist? Weil wir uns einbilden, wir wissen schon alles. Weil wir tatsächlich der Illusion verfallen sind, dass mit unserer Weisheit die Welt zu Ende gehen wird. Weil wir nicht wirklich darauf vertrauen, dass Gott mit seinem Wort in unsere Lebenssituation redet. Jeder von uns würde wahrscheinlich mehr oder weniger laut propagieren, die Bibel ist Gottes Wort, kein Problem. Also wenn du wirklich glauben würdest, dass die Wort Gottes Wort ist und sie wirklich Leben hat, dann würdest du sie auch lesen. Aber weil du das nicht glaubst, liest du sie auch nicht. Weil du nicht glaubst, dass sie wirklich was für dein Leben zu sagen hat, tust du es nicht und bildest dir ein, dass deine Weisheit schon ausreicht. Das nennt man Stolz. Man könnte es auch Dummheit nennen. Weil wenn du eine Anweisung hast, wie es funktioniert und du sie nicht liest, ja, wer von euch hat eine Waschmaschine zu Hause? Und wer von euch hat versucht, ein Haus zu bauen? Wisst ihr, was der verrückte Gedanke sein könnte? Eine Waschmaschine dreht sich, gibt Wasser automatisch. Wenn du jetzt noch Sand und Zement reinwirfst, geht das Ding großartig, oder? Und wahrscheinlich wird es auch einmal funktionieren und dann ist durch. Und du könntest dich dann bei dem Hersteller beschweren und sagen, ey Leute, das ist doch eine Maschine, die sich dreht, die Wasser reingibt automatisch. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was dazugesetzt, aber das Ding will nicht. Wahrscheinlich würde der Hersteller dir einen freundlichen Brief zurückschreiben und sagen, Entschuldigung, was genau haben Sie reingetan? Oben in die kleinen Fächer, Gelb, Persil, Lenoir, wie auch immer das Zeug heißt. Naja, wissen Sie, ich bin nicht so kleinlich. Ich habe eine Schaufel genommen und erst mal ein bisschen Sand und dann eine Zement. Leute, ehrlich, wer von euch würde erwarten, dass euch der Hersteller eine neue Maschine schickt? Vergiss es einfach. Die würden sagen, Freund, du bist ein total Begabter, aber ehrlicherweise hättest du die Herstelleranleitung gelesen, hättest du gewusst, dass genau dafür die Maschine eben nicht gemacht wurde. Stimmt's? Deswegen manchmal ist Lesen ein echter Vorteil. Und Gott hat sich in seiner Gnade dazu herabgelassen, uns seine Gedanken in Form eines Buches mitzugeben. Er hätte das auch irgendwie anders machen können. Aber sein Ziel war, dich mit diesem Buch zu beschenken und in dieses Buch alles hineinzupacken, was du brauchst, um im Leben richtige Entscheidungen treffen zu können. Und das Beste an dem Buch ist, man muss das Ende lesen. Warum muss man bei jedem Buch zuerst das Ende lesen, nachdem du vorher die Inhaltsangabe gelesen hast? Weil wenn das Ende blöd ist, lohnt das Buch nicht zu lesen. Und bei diesem Buch ist es so großartig, dass dir am Ende gesagt wird, dass du gewinnst. Das alleine würde mich schon motivieren, das Buch zu lesen, weil ich wollte immer im Leben gewinnen. Wer von euch verliert gerne? Genau, niemand von uns. Kennst du diese Typen, mit denen du, Mensch, ärgere dich nicht, spielst?
Ja? Und nachher, bam, fliegt das ganze Ding durch die Gegend vor lauter Begeisterung, weil der überhaupt nicht verlieren kann. Leute, wir sind nicht geschaffen zum Verlieren. Gott wusste das, deswegen hat er uns so gemacht. Und deswegen, wenn du dieses Buch ganz am Ende liest, weißt du, wir gewinnen. Dieses Buch sollst du in dich hineinnehmen, weil dieses Buch redet zu dir. Gott redet durch sein Wort. Leute kommen zu mir und sagen, ich habe Gott noch nie gehört. Vielleicht könnte das an folgender Situation liegen. Ich frage mich, warum ich nicht mehr von diesem Hirten höre. Ja. Yeah. Das kann man so machen, muss man aber nicht. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Zerstreuung so unglaublich aktiv ist, dass wir gar nicht mehr dazu kommen, wirklich Zeit und Ruhe zu finden, um auf die Stimme Gottes zu hören. Die jungen Leute unter uns, bei manchen habe ich den Eindruck, dass der Kopfhörer schon im Ohr angewachsen ist. Die können fast keine Minute mehr irgendwas machen, ohne dass sie permanent zugedröhnt und zugeschallt werden. Ganz ehrlich, sag mir, wie du dich da konzentrieren willst, um wirklich irgendwie Stimme Gottes zu hören. Die anderen Leute sind nicht besser, da habe ich den Eindruck, das Handy ist an der Hand schon angewachsen. Man muss tatsächlich permanent jede noch so blöde Information reinziehen. Man kann gar nicht anders und dann muss man auch noch antworten. Manchmal frage ich mich, ob dieses kleine Ding einen größeren Suchtcharakter hat wie Kokain. Und Leute nicht anders können, als permanent sich von irgendwem unterhalten zu lassen. Alleine das Wort ist cool. Wisst ihr, ja? Unterhalten. Die halten dich unten. Unterhalten. Denk gut drüber nach. Im Deutschen ist das spannend. Das ist genauso wie mit diesen ganzen Printmedien. Das heißt auf Deutsch Presse. Was macht eine Presse? Genau, die hält dich klein. Je mehr du darüber nachdenkst, stimmt's? Zerstreuung ist auch spannend. Wenn ein Ding in sich fest ist, ist es stark. Wenn du es in noch so viele kleine Teile teilst, kannst du jedes kleine Teil platt machen. Zerstreuung. Überleg ganz kurz, wer könnte Interesse haben, dass du permanent in Zerstreuung unter der Presse und unterhalten wirst. Einfach ein bisschen nachdenken und wir merken schon, ey, da geht was in die richtig falsche Richtung. Und es führt dazu, dass wir das, was wir brauchen, um wirklich Gottes Stimme zu hören, nicht mehr hinkriegen. Wenn ich mit Leuten unterwegs bin und sage, hör mal, wann hast du das letzte Mal Gottes Stimme gehört? Dann schauen sie mich an, Leute, die lange Christen sind, schütteln mit dem Kopf und sagen, irgendwie selten. Dann kommt meine nächste Frage. Wie viele Augenblicke am Tag nimmst du dir wirklich Zeit, um absolut zur Ruhe zu kommen, in die Stille zu kommen und dich ganz bewusst darauf zu konzentrieren, von Gott etwas zu empfangen? Und dann höre ich so Sprüche wie, naja, wenn ich im Auto bin. Ja, super. Weißt du, was du machen sollst, wenn du im Auto bist? Dann sollst du nach vorne gucken und nicht deine Augen zumachen. Oh, hey Jesus, danke, dass du bei... Also Leute, lasst uns mit diesem religiösen Mist aufhören. Ja? Ja, Leute sagen, weißt du, wenn ich dann so morgens so zwischen Kaffee und... Ja, genau. Ich fand das so unglaublich. John Wesley, einer der größten Prediger überhaupt, Methodistengründer, hatte eine Mama, die hieß Susanna. Susanna hatte 19 Kinder. Wer von euch hat 19 Kinder? Okay, so viel Mühe habt ihr euch nicht gegeben. Hör mal, in der Bibel steht, seid fruchtbar und mehret euch, oder? Okay, 19 wäre vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Was hat die Frau gemacht? Sie wusste, ich habe so unglaublich viel Verantwortung für meine Familie, ich muss Gott hören. Sie nahm eine Decke, ging in ihre Küche und legte die Decke über sich. Und alle Kinder wussten, jetzt hat Mama ihre Zeit mit Gott und niemand stört sie. Wow.
Von diesen 19 Kindern sind alle, die überlebt haben, und das waren am Ende 11, in den vollzeitigen Dienst für Gott gegangen. Irgendwas muss die Frau richtig gemacht haben. Sie suchte Gott. Mein erster Punkt, nimm die richtige Haltung ein, um von Gott zu hören. Und wir brauchen Stille und wir brauchen einen Ort der Ruhe. Ich habe einen Freund, der ist Immobilienkaufmann, er hat ein Riesenunternehmen aufgebaut. Er geht jeden Morgen um 5 Uhr in den Wald und klettert auf einen Hochsitz, um Zeit mit Gott zu verbringen, weil er sagt, die Zeit ist so wertvoll, um von Gott zu hören, was ich heute tun soll. Ich muss seine Stimme wahrnehmen. Und er klettert auf den Hochsitz jeden Morgen. Hat schon ein paar Jäger erschreckt damit, aber mittlerweile kennen die den schon. Ach, das ist der Fromme, richtig, der muss mit seinem Gott auf dem Hochsitz reden. Egal, wie du es anstellst, aber frag dich, wo sind die Momente, wo du Zeit mit Gott verbringst? Und wenn wir wirklich glauben, dass Gott die höchste Instanz ist auf der ganzen Erde, sollte es uns wert sein, wenigstens eine halbe Stunde mit ihm zu reden, oder? Das Zweite, was du machen darfst, wenn du wirklich Gottes Stimme hören willst, ist, hab Erwartung. Ich finde das großartig, wenn Leute in die Kirche kommen und sagen, ich habe eigentlich nichts erwartet. Herzlichen Glückwunsch, das wird immer erfüllt. Ohne Erwartung kommen und ohne irgendwas empfangen zu haben, nach Hause zu gehen, das kann jeder. Meine Frage an dich ist, hast du Erwartung, dass Gott zu dir redet? Dann wird er auch zu dir reden. Dieser Schritt ist so unglaublich wichtig. Von dem Propheten Habakuk im 2. Kapitel gibt es einen tollen Vers. Er ging auf den Wachturm früh am Morgen, um rauszuschauen und die Stimme Gottes zu hören. So heißt es hier. Und ich fand dieses Bild so cool. Der Mann verlässt sein Zuhause, er verlässt die Ebene des Normalen, klettert auf den Wachturm, geht auf die nächsthöhere Instanz, um bewusst sich auf Gottes Stimme auszurichten. Was für ein schönes, symbolisches Bild. Wo gehst du aus deiner Komfortzone raus, aus deiner menschlichen Sorgenzone raus, um bewusst Gottes Stimme zu suchen und zu hören? Das ist die Herzenshaltung, mit der Gott arbeiten will, um zu uns reden zu können. Der zweite Punkt. Es gibt Leute, die sagen zu mir, weißt du, ich schlage einfach die Bibel auf und was ich lese, das ist das Reden Gottes für mich. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ich fand diese Geschichte so unglaublich cool. Ein junger Mann hat die Frage seines Lebens, wen soll ich heiraten? Er ist kein Bibelleser, aber er denkt sich, das Buch hat doch viel Weisheit Gottes. Lass uns mal orakelmäßig aufschlagen. Und er findet tatsächlich Jeremia 14, Vers 1. Da steht, es kommt eine lange Dürre. Und er hat seine Freundinnen kurz durchgecheckt und wusste, oh ja, eine davon ist lang und dürr, die nehme ich. Das Dumme ist, dass es nicht lange dauerte und dann war die Ehe durch. Also nur irgendwie einen Vers rauszupicken in der Hoffnung, dann habe ich es schon gefunden, das kannst du in der Regel in die Tonne machen. Sondern das, was Gott möchte, ist, dass du seinen Ratschluss entdeckst. Und genauso wie du den Inhalt eines Buches nur dann in der Fülle begreifst, wenn du sie anfängst, Stück für Stück zu lesen, bis du zum Ende kommst, so ist es mit dem Wort Gottes auch. Das Wort Gottes offenbart sich immer Stück für Stück und wir brauchen das Gesamte. Deswegen ist es eine großartige Angewohnheit, jeden Tag mindestens mit einem Kapitel zu starten, das du liest. Und dass du versuchst, in dich aufzunehmen. Vielleicht manchmal mit einer anderen Übersetzung, aber du bleibst an diesem Wort dran und sagst, Herr, ich will rauskriegen, was du mir zu sagen hast. Und ich habe gedacht, wir machen das heute Morgen mal exemplarisch. In Matthäus 14 gibt es eine wirklich schöne Geschichte, die meisten von uns kennen sie. Jesus hat seine Leute mit dem Boot über den See Genezareth geschickt. Er selber blieb auf dem Berg, um zu beten. Die Jungs sind auf dem See. Und mit Mal kommt der Sturm.
und bringt die ganzen Jünger ziemlich in Bedrängnis. Jesus sieht das, kommt irgendwann und läuft über dem Wasser. Die Jünger sehen ihn, zuerst das große Erschrecken, dann ermannt sich Petrus, schaut den Herrn und sagt, Herr, wenn du das kannst, sag doch zu mir auch, dass ich übers Wasser laufen soll. Und tatsächlich, Jesus sagt, komm, Petrus springt aus dem Boot, läuft auf dem Wasser. Was für eine Geschichte. Du liest diese Geschichte. Und das, was du dann tust, ist, du überlegst, warum steht diese Geschichte da drin, stimmt's? Richtige Frage. Warum hat Jesus das in die Bibel reingesetzt? Und dann fängst du an zu über dem Wort Gottes nachzudenken. Wisst ihr, was Nachdenken ist? Das ist die positive Form von sich Sorgen machen. Wie macht man sich Sorgen, die Fachleute unter uns? Man nimmt einen Gedanken und fängt an, sich alles Mögliche Negative auszumalen, was mit diesem Gedanken zusammenhängt. Stimmt's? Sich Sorgen machen können die meisten von uns. Deswegen nachdenken können auch die meisten von uns. Du nimmst einen positiven Gedanken Gottes aus der Bibel und fängst an, dir zu überlegen, was das alles für gute Auswirkungen hat. Siehe da, du hast verstanden, was es bedeutet, über dem Wort Gottes zu brüten und nachzudenken. Du nimmst dieses Wort, du denkst über die Szene nach. Was ist für die meisten von uns der packendste Punkt in dieser Geschichte? Was ist für dich der packendste Punkt in der Geschichte? Was wäre für dich der packendste Punkt in der Geschichte? Ja. Sehr gut, der springt aus dem Boot und guckt auf Jesus. Was wäre für dich der packendste Punkt? Dass der überhaupt aussteigt, genau. Für mich ist das die herausforderndste Szene in der ganzen Geschichte. Der springt ernsthaft aus dem Boot. Also zu sagen, Jesus, dir traue ich ja alles zu und bei dir weiß ich auch, du bist crazy genug, sowas zu machen. Aber ey, ganz ehrlich, wann sind wir verrückt genug in einem Sturm, wo die Wellen hoch sind und du weißt genau, der See Genezareth ist ziemlich tief, da kannst du weit sinken. Ey, da steige ich doch nicht aus dem Boot aus, oder? Das ist der packende Gedanke. Wow, und jetzt fängst du an zu überlegen, was könnte das für mich bedeuten? Dann sind wir bei Punkt Nummer 3, das ist der Hauptgedanke dieser Geschichte. Wir kommen in Herausforderungen, so wie diese Jünger. Und unsere Frage muss sein, Herr, was machen wir mit den Herausforderungen? Stimmt's? Nimm den Hauptgedanken aus jedem Text raus. Gott hat immer einen Gedanken, den er dir klar machen will, wenn du sein Wort liest. Und dieser Gedanke fängt an, dich zu bewegen. Du fängst ihn hier ab. Und der Gedanke, mein Gedanke, ich weiß nicht, muss nicht dein Gedanke sein. Mein Hauptgedanke ist tatsächlich, Gott lässt Herausforderungen in meinem Leben zu. Hat das irgendeiner schon mal verstanden? Halleluja! Stürme sind nichts Unnormales. Herausforderungen sind nichts Unnormales. Jesus lässt sie in meinem Leben zu. Aber, und jetzt kommt der zweite Hauptgedanke, der in der Geschichte ist, es gibt Herausforderungen, aber Jesus hat auch immer eine Lösung. Zwei Gedanken, die du hier aus diesem Text rausfilterst. So, und dann kommt Schritt Nummer 4. Du fragst dich nämlich, was bedeutet das für mich? Und dazu stellt man eine Frage. Wie gehe ich mit der Herausforderung, die da ist, gerade um? Jesus, was bedeutet das für mich, aus dem Boot meiner Bequemlichkeit und meiner scheinbaren Sicherheit auszusteigen? Was bedeutet das für mich in die Herausforderungen, die wir gerade in unserer Ehe haben, wo wir merken, da knirscht und knackt es? Was bedeutet das für mich, in diese Herausforderung reinzugehen? Was muss ich für Sicherheiten verlassen? Vielleicht muss ich das Recht, Recht zu haben, verlassen. Wow. Dabei ist das Boot so schön bequem, wenn ich immer Recht habe, stimmt's?
Paragraph 1 in meiner Ehe, ich habe immer recht. Paragraph 2 sollte Paragraph 1 nicht wirklich funktionieren. Es tritt automatisch Paragraph 1 wieder in Kraft. Ja? Wir kennen diese ganzen Spiele und wir merken plötzlich, ey, was bedeutet das? Du nimmst das Wort Gottes, du nimmst die Situation für dich an und jetzt kommt die Überlegung, was meint das und was macht das mit mir? Jesus, welches Boot soll ich gerade verlassen, in dem ich mich so wohl fühle? In meiner Nachbarschaft finden alle mich nett. Was würde passieren, wenn ich anfange, einen nach dem anderen meiner Nachbarn in den Gottesdienst einzuladen und die plötzlich entdecken, ich bin ein Frommer? Hey, dann müsste ich aus meinem Boot der Bequemlichkeit aussteigen, oder? Du musst deiner Oma erzählen, ich lass mich taufen, hey, komm zu meiner Taufe. Ja, in meiner klerikalen Umgebung ist das der Tod auf Latschen. Die Leute fallen alle in Ohnmacht, was passiert? Und der Jesus sagt, hä, willst du raus aus dem Boot oder nicht? Ja, eigentlich schon, aber nicht so. Herr, gibt es nicht noch ein Schlauchboot irgendwo? Und wir merken, hey, nein, bei manchen Dingen gibt es einfach nur Gehorsam. Habt ihr das schon mal verstanden? Es gibt bei manchen Dingen, wenn Gott zu dir redet, einfach nur Gehorsam. Aber ich fühle mich dabei nicht gut. Also ich weiß ja nicht genau, wann du das letzte Mal im Sturm warst. Ich habe bei der Sturmflut auf dem Deich in Husum gestanden und die Wellen kommen und knallen 2 Meter über den Deich und du hältst dich krampfhaft am Gitter fest und denkst dir, warum ich Schwachmat überhaupt hier bin, ja? Wie konnte ich so blöd sein, bei Sturmflut auf den Deich zu fahren? Meine Brüder kamen auf die Idee und ich dachte, ich muss ein Held sein, ja? Und im Nachhinein dachte ich, wie blöd war ich eigentlich? Es war richtig gefährlich. Und wenn das richtig gefährlich ist, dann überlegst du dir 2-mal, ob du jetzt das Geländer loslässt, ob du wirklich aus dem Boot aussteigst, oder? Wir brauchen etwas und das will ich euch erklären. Dieses Wort, das da steht, die Frage, die wir uns stellen, macht das Wort für uns persönlich. Und das Spannendste an der Bibel ist, dass Gott sie durch seinen Geist lebendig macht. Die Griechen haben das verstanden. Das Wort von einem Buchdeckel zum anderen nennen sie das Logos. Das ist die gesamte Wahrheit. Aber wenn die Wahrheit in unser Leben hineinsprechen soll, haben sie ein anderes Wort dafür. Das nennt der Grieche Rhema. Dann wird aus diesem Logos, aus diesem allgemeinen Willen Gottes, wird der spezielle Wille Gottes, der in deine Situation hineinspricht. Und plötzlich wird dieses Wort lebendig. In Römer 10 beschreibt Paulus diesen Prozess und sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt und die aus dem gehörten Wort Gottes. Das Wort, das da steht, ist Rhema. Wenn Gott anfangen will, in deinem Leben Veränderung zu machen, gibt er dir ein Rhema-Wort, ein persönliches, spezielles Wort für deine Situation. Und das entwickelt in dir einen unglaublichen Glauben und es entwickelt die Bereitschaft, gehorsam zu sein. Ich habe das immer wieder erzählt, weil mich das am stärksten geprägt hat. Als mein Vater todkrank war, betete meine Mutter so lange, bis sie ein Wort von Gott hatte für die Situation. Und dann betete sie dieses Wort Gottes über meinem Vater so lange, bis er gesund war. Sie holte ein Wort von Gott. Und dann brachte sie das in ihre Situation. Und dann begann sie, dieses Wort über der Situation auszusprechen. Leute, wir brauchen das Reden Gottes. In der Bibel gibt es diese Aussage, wo es heißt, Gott spricht nur ein Wort. Das ist der Grund, warum du über dem Wort Gottes, Psalm 1 sagt, die über deinem Wort brüten Tag und Nacht.
Warum denkst du über das Wort nach? Warum brütest du über dem Wort? Warum betest du über dem Wort? Weil du willst, dass der Heilige Geist dieses Wort lebendig macht und dir eine persönliche Zusage gibt. Stimmt's? Und wenn du ein Wort von Gott hast, dann vergeht Himmel und Erde. Aber das Wort Gottes vergeht nicht, weil der Herr dir diese Zusage gegeben hat. Und dann weißt du, worauf du dich stützt und du weißt, was du glaubst und du weißt, was du betest. Deswegen lies die Bibel, brüte über dem Wort, bete, dass der Heilige Geist das Wort für dich in deine Situation lebendig macht, weil das verändert alles. Nur den Buchstaben zu kennen, nützt dir wenig. Hier liegt das Geheimnis. Und das, liebe Freunde, ist der Grund, warum man in Gottesdienst gehen sollte. Weil der Glaube kommt aus der Predigt. Genau, kannst gar nicht genug hören. Gott gibt ein Wort und während du heute Morgen hier sitzt, gibt es Gedanken, die Gott in dein Herz hineinlegt. Und vielleicht, während du hier sitzt, hörst du, wie der Heilige Geist zu dir sagt, bist du ein Hörer oder ein Täter des Wortes? Und vielleicht spürst du ganz tief in deinem Herzen, im Hören bin ich ziemlich gut. Ich habe schon 27 Semester irgendwas Frommes studiert. Ich war in jeder Bibelstunde, ich bin in jedem Seminar. Nur beim Tun bin ich nicht so der Held. Die Bibel ist ganz simpel. Sie sagt, das Hören des Wortes Gottes nützt dir nichts, wenn du nicht ein Täter wirst. Wachstum kommt nicht durchs Hören, sondern Wachstum kommt durchs Tun. Wer von euch war schon mal in einer Muckibude? Also sprich in einem Fitnessstudio? Ihr Lieben, wie kommt Veränderung im Fitnessstudio zu uns? Indem wir Bücher über Training lesen, stimmt's? Und Biografien über Arnold Schwarzenegger. Halleluja! Und dann stellst du dich vor den Spiegel und denkst, oh, Muskeln wie der Spatz Krampfadern, aber ganz ehrlich, vom Lesen und vom Hören passiert gar nichts. Was musst du machen, damit es wirklich Veränderung gibt? Du musst das Wort Gottes tun. Ist es so? Und dann macht das Wort dich frei. In die Kirche kommt ein junger Mann, es braucht nicht lange und er findet zum Glauben an Jesus. Vielleicht ein halbes Jahr später sehe ich ihn nicht mehr im Gottesdienst. Ich frage die Mama und sage, hör mal, wo ist dein Sohn geblieben? Sie sagt, der hat ganz tiefe Depressionen und der sitzt zu Hause. Also fahre ich irgendwann vorbei, schaue ihn an und sage, hör mal, was passiert? Was ist los mit dir? Ah, sagt er, weißt du, ich habe die Bibel gelesen und danach ging es mir richtig schlecht. Ich denke, hör mal, was ist passiert? Er sagt, weißt du, ich habe angefangen, so wie du gesagt hast, immer Kapitel für Kapitel und ich war bei Josua und dann bin ich zum 7. Kapitel gekommen und da steht eine Geschichte, da ist ein junger Mann, der heißt Achan und der klaut Zeug, das er nicht klauen sollte, versteckt das unter seinem Zelt und Gott sieht das und packt ihn am Ohr und das hat richtig üble Folgen für ihn. Also klauen und verstecken ist nicht Gottes Plan. Ja, tiefe Weisheit, aber was ist jetzt dein Problem? Er sagt, er weißt du, ich bin im letzten Jahr in der Ausbildung und im letzten halben Jahr war ich im Lager bei uns und wir haben mit dem Kollegen zusammen so ein paar Paletten verschoben. Also wenn 8 ankamen, haben wir nur 6 angegeben und die anderen 2 haben wir unter der Hand einfach in die Wirtschaft einfließen lassen. Er sagt, und in 14 Tagen kommt die Revision und dann wird rauskommen, dass wir das Zeug da vertickt haben. Und dann kann ich meine Ausbildung auf den Müll schmeißen. Weil ich bin beim Klauen beteiligt gewesen. Er sagt, das macht mir Angst. Hey, das Lesen von Gottes Wort kann dir Angst machen. Weil das Wort lebendig ist und in deine Lebenssituation spricht, stimmt's? Aber Angst machen ist nicht das Endziel des Wortes Gottes, sondern was ist das Endziel? Dass du den Kram in Ordnung bringst. Also habe ich ihm angeboten, lass uns zusammen zum Chef gehen.
Und tatsächlich zwei Tage später sind wir dann auf dem Weg zum Chef. Wir sitzen im Büro, der Chef guckt mich an, guckt seinen Angestellten an und sagt, hör mal, wer ist das denn? Und er sagt, das ist mein Pastor. Der Chef ist nicht blöd, guckt mich an und sagt, wenn du den Pastor mitbringen musst, was hast du ausgefressen? Und er erzählt seine Story und sagt, Chef, ich habe mir auch überlegt, das ist ungefähr die Summe und ich werde dich Stück für Stück für Stück zurückzahlen. Die machen einen Vertrag darüber, tatsächlich, er braucht 3 Jahre, bis er das abgestottert hat. Nach 3 Jahren kommt der Chef zu ihm und sagt, wissen Sie, diese Aktion damals hat mir schwer imponiert. Ich würde Sie gerne zum Juniorchef unserer Firma machen wollen. Hat zu mir gepredigt. Wenn das Wort Gottes dich trifft, schieb's nicht auf die lange Bank, sondern sei gehorsam, weil Gott hat immer einen Befreiungscharakter in sein Wort gelegt. Wahrheit macht immer frei. Wenn Gott zu dir sagt, ey, vergib den Leuten, dann vergib ihnen und schieb's nicht auf die lange Bank und tu so, als wenn du es irgendwie vergessen könntest. Nein, Leute, wir sind so simpel, dass wir sogar eine To-Do-Liste beim Einkaufen machen. Wir sollten auch eine To-Do-Liste machen bei dem, was Gott zu uns geredet hat, damit wir das tatsächlich auch auf die Reihe kriegen. Weil alles, was Gott gesagt hat und du tust, macht dich gesund. Alles, was Gott sagt und du nicht tust, wird dich berauben. Deshalb ist es clever, wir hören und tun, was er sagt. Stimmt's? Letzter Punkt. Wenn wir die Stimme Gottes gehört haben, dann macht Gott tatsächlich das immer wieder, dass er direkt zu uns spricht. Und vielleicht eine der schönsten Erlebnisse, die ich hatte, ein echter Freund, Professor Blecken, seine Tochter war 15 Jahre und litt unter schwerer Magersucht. Mit 15 hatte sie noch 29 Kilo. Und es war klar, man muss irgendwas machen. Und so brachte man sie in eine Kinderklinik und wusste, der Aufenthalt dauert länger. Und weil er vor lauter Verzweiflung nicht wusste, was er sonst machen musste, hat er ihr so eine kleine Gideon-Bibel, kennt ihr diese Gideon-Bibeln, hat er ihr mitgegeben. Aber sie hatte mit Glauben nichts am Hut, sie hatte mit sowieso allem abgeschlossen. Sie war in dieser Klinik und sie sammelte alle Medikamente in ihrer Schreibtischschublade, in ihrer Nachttischschublade, um die, wenn die Menge groß genug ist, dann auf einmal zu nehmen und aus dem Leben auszutreten, weil sie hatte genug von all dem Zeug. Als dieser Abend kam und sie ihr Zeug zusammenkruschelt im Nachttisch, in der Nachttischschublade, tastet ihre Hand auf die kleine Gideon-Bibel und sie denkt sich, hey, wenn ich sowieso hier ein Ende mache, dann lass mich vielleicht doch noch mal in dieses Buch reingucken. Sie klappt das Buch auf. Und sie schlägt Apostelgeschichte 16 auf. Und ihre Augen fallen auf ein paar Worte, die wie rot aus diesem Buch rausspringen, aber die gar nicht rot sind, genauso schwarz wie alles andere gedruckt. Aber sie springen diese Worte an und das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo diese Worte stehen. Und ich glaube, Gott hat heute Morgen jemanden, dem er diese Worte sagen will. Deswegen erzähle ich die Geschichte. Da steht, tu dir nichts an. Das Mädel lässt die Bibel fallen und spürt, Gott direkt hat zu ihr geredet. Sie ruft den Vater an, sagt, Papa, du musst in die Klinik kommen. Sie erzählt ihm die Geschichte. Sie gibt Jesus ihr Leben und von diesem Tag an verändert sich im Denken und im Leben dieser jungen Frau was. Heute ist sie Ärztin, Mama von ein paar Kindern. Gott hat eingegriffen. Gott redet durch sein Wort. Und wenn du klug bist, machst du deine Ohren auf. Jesus nennt das so, er sagt, mach dein Herz nicht zu, verstock dein Herz nicht, wenn Gott zu dir redet, sondern hab eine Erwartung, dass das, was Gott zu dir redet, dir für dein Leben das Richtige und das Beste gibt.